Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Erst einmal herzlichen Dank für die erstmalige Einladung hier in die Bundespressekonferenz. Ja, Deutschland hat gewählt in 3 Landtagen und wir sind der Meinung, dass es gestern ein sehr guter Tag für die Demokratie in diesem Land war. Wir haben zum ersten Mal seit Jahren erlebt, dass die Wahlbeteiligung in allen 3 Ländern, wo gewählt wurde, wieder gestiegen ist. Und die Aufforderung, der Wähler an die Urnen zu gehen, hat sie vor allen Dingen dazu gebracht, unsere Partei, die Alternative für Deutschland, zu wählen. Wir führen das ganz klar darauf zurück, dass wir die einzige Partei derzeit in Deutschland sind, die ernsthaft eine verstärkte Bürgerbeteiligung in der Politik fordern, in Form der Einführung von mehr direkter Demokratie, Volksentscheiden auf Bundesebene, die es bisher nicht gibt. Und wir sind auch diejenigen, die glaubwürdig vertreten können, dass sie bereits seit ihrer Gründung, also seit dem Jahr 2013, Problemfelder in diesem Land angesprochen haben. Wenn anderen Parteien dann eine Sorge für die Bürger attestiert wird, wurde uns unterstellt, wir schüren Ängste. Es zeigt sich, dass die Bürger sich von solcher nahezu Propaganda nicht haben entmutigen lassen und trotz einer massiven Diffamierungskampagne der letzten Wochen kurz vor der Wahl 30% der Deutschen geäußert haben, dass sie sich vorstellen können, uns zu wählen. Ganz viele haben das getan. Zu den einzelnen Wahlergebnissen werden unsere Spitzenkandidaten und gewählten Abgeordneten gleich noch etwas sagen. Ich habe noch ein Anliegen, das ich hier präsentieren möchte. Wir sind uns einig darüber, dass die deutsche Gesellschaft nicht erst jetzt, sondern schon seit Jahren eine immer weiterführende Spaltung erlebt, die häufig daran deutlich wird, dass die Mittelschicht immer weiter verarmt, dass Familien hoch belastet sind und wir damit die Zukunft unseres Landes mehr und mehr aufs Spiel setzen. Deswegen braucht es eine Partei, die bereit ist, den sozialen Frieden in Deutschland wieder stärker ins Visier zu nehmen. Und diese Partei, die Partei des sozialen Friedens, wollen wir sein. Wie begründe ich das? Ja, wir erleben schon lange, nicht erst jetzt durch die Migrationskrise, eine Ethnisierung von Gewalt in Deutschland. Denken Sie an Clans, an Stadtteile, in die die Polizei nicht mehr geht. Denken Sie an gewalttätige Angriffe von beiden extremistischen Rändern, links und rechts. Denken Sie daran, dass inzwischen Verhaltensweisen für Schülerinnen aufgestellt werden, die in nun züchtiger Bekleidung erscheinen sollen, oder sogar öffentliche Einrichtungen wie Schwimmbäder, bei denen man über getrennte Rutschzeiten für Frauen und Männer nachdenkt. Das sind Entwicklungen, die uns besorgen müssen und bei denen wir erst einmal offen darüber diskutieren müssen, woher sie kommen. Das haben wir getan und das haben die Bürger gutiert, während die anderen Parteien nichts anderes zu tun hatten, als diejenigen, die es thematisieren wollen, zu beschimpfen. Das ist unwürdig für diese Demokratie und diesen Zustand müssen wir ändern. Wir müssen wieder feststellen, was machbar und was bezahlbar in diesem Land ist und nicht, wie die Linken zum Beispiel, Utopien darüber anstellen, wie viele Millionen und Milliarden Steuergelder noch ausgegeben werden können, nun da wir feststellen, dass das Märchen von den einwandernden Fachkräften aus den Bürgerkriegsgebieten ganz offenbar nicht gestimmt hat. Die AfD will die Rechtsstaatlichkeit in diesem Land wiederherstellen. Wir müssen darüber reden, dass die Moral nicht über das Recht gestellt werden kann und dass der Kampf von angeblich Gut gegen Böse als ein Kampf von Links gegen Rechts aufhören muss, zumal ja überhaupt nicht ganz klar ist, was hier links oder rechts ist. Wir wollen den Sozialstaat bewahren, wir wollen aber auch, dass das Prinzip von Freiheit, Verantwortung und Wettbewerb wieder einen stärkeren Aspekt in dieser Gesellschaft hat, damit wir uns Solidarität gegenüber den Schwachen, die wir brauchen, weiterhin leisten können. Herzlichen Dank. Wie begründe ich das? Ja, wir erleben schon lange, nicht erst jetzt durch die Migrationskrise, eine Ethnisierung von Gewalt in Deutschland. Denken Sie an Clans, an Stadtteile, in die die Polizei nicht mehr geht. Denken Sie an gewalttätige Angriffe von beiden extremistischen Rändern, links und rechts. Denken Sie daran, dass inzwischen Verhaltensweisen für Schülerinnen aufgestellt werden, die in nun züchtiger Bekleidung erscheinen sollen, oder sogar öffentliche Einrichtungen wie Schwimmbäder, bei denen man über getrennte Rutschzeiten für Frauen und Männer nachdenkt. Das sind Entwicklungen, die uns besorgen müssen und bei denen wir erst einmal offen darüber diskutieren müssen, woher sie kommen. Das haben wir getan und das haben die Bürger gutiert, während die anderen Parteien nichts anderes zu tun hatten, als diejenigen, die es thematisieren wollen, zu beschimpfen. Das ist unwürdig für diese Demokratie und diesen Zustand müssen wir ändern. Wir müssen wieder feststellen, was machbar und was bezahlbar in diesem Land ist und nicht, wie die Linken zum Beispiel, Utopien darüber anstellen, wie viele Millionen und Milliarden Steuergelder noch ausgegeben werden können, nun da wir feststellen, dass das Märchen von den einwandernden Fachkräften aus den Bürgerkriegsgebieten ganz offenbar nicht gestimmt hat.
Die AfD will die Rechtsstaatlichkeit in diesem Land wiederherstellen. Wir müssen darüber reden, stärkte Bürgerbeteiligung in der Politik fordern, in Form der Einführung von mehr direkter Demokratie, Volksentscheiden auf Bundesebene, die es bisher nicht gibt. Und wir sind auch diejenigen, die glaubwürdig vertreten können, dass sie bereits seit ihrer Gründung, also seit dem Jahr 2013, Problemfelder in diesem Land angesprochen haben. Wenn anderen Parteien dann eine Sorge für die Bürger attestiert wird, wurde uns unterstellt, wir schüren Ängste. Es zeigt sich, dass die Bürger sich von solcher nahezu Propaganda nicht haben entmutigen lassen und trotz einer massiven Diffamierungskampagne der letzten Wochen kurz vor der Wahl 30% der Deutschen geäußert haben, dass sie sich vorstellen können. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Erst einmal herzlichen Dank für die erstmalige Einladung hier in die Bundespressekonferenz. Ja, Deutschland hat gewählt in 3 Landtagen und wir sind der Meinung, dass es gestern ein sehr guter Tag für die Demokratie in diesem Land war. Wir haben zum ersten Mal seit Jahren erlebt, dass die Wahlbeteiligung in allen 3 Ländern, wo gewählt wurde, wieder gestiegen ist. Und die Aufforderung der Wähler, an die Urnen zu gehen, hat sie vor allen Dingen dazu gebracht, unsere Partei, die Alternative für Deutschland, zu wählen. Wir führen das ganz klar darauf zurück, dass wir die einzige Partei derzeit in Deutschland sind, die ernsthaft uns zu wählen. Ganz viele haben das getan. Zu den einzelnen Wahlergebnissen werden unsere Spitzenkandidaten und gewählten Abgeordneten gleich noch etwas sagen. Ich habe noch ein Anliegen, das ich hier präsentieren möchte. Wir sind uns einig darüber, dass die deutsche Gesellschaft nicht erst jetzt, sondern schon seit Jahren eine immer weiterführende Spaltung erlebt, die häufig daran deutlich wird, dass die Mittelschicht immer weiter verarmt, dass Familien hoch belastet sind und wir damit die Zukunft unseres Landes mehr und mehr aufs Spiel setzen. Deswegen braucht es eine Partei, die bereit ist, den sozialen Frieden in Deutschland wieder stärker ins Visier zu nehmen. Und diese Partei, die Partei des sozialen Friedens, wollen wir sein.